dann jetzt ein Umsetzungsbeispiel an. Die erste Variante, die ich genannt hatte, war, dass Sie ein Servlet umsetzen in einem Application Container. Dazu möchte ich erst nochmal das Thema Application Container aufgreifen und es motivieren. Wir haben bei der Socket-Programmierung im Netzwerkbereich gesehen, dass jedes Socket-Programm einen Port für sich belegt und dass aber Standard-Ports, gerade die unteren, die ja selten und begehrt sind, nur einmal verfügbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Anwendungen programmieren möchte für Sockets, dann entweder müssen die schon mal einen unterschiedlichen Port verwenden oder ich brauche eigenen Code, der dann die Anfragen an diese Ports weiterverteilt, also sozusagen eine mittlere Software-Schicht, eine Middleware. Das wäre genau ein Application Container. Obendrein werde ich bei mehreren Anwendungen normalerweise redundanten Code produzieren, nämlich immer wieder diesen selben Code, um diese Anfragen anzunehmen, um darauf zu lauschen. Und Sie haben gesehen, wie viel Code dafür schon drauf ging in unserem einfachen Socket-Kommunikationsbeispiel. Außerdem müssen Sie sich Gedanken machen, welche Arten von Fehlern auftreten können und wie Sie die behandeln. Darauf sind wir in unserem Beispiel jetzt kaum eingegangen, aber es sind natürlich wesentlich mehr Fehler möglich als jetzt diese ganz generischen Behandlungen, die wir bisher eingebaut haben. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir für dieses Webservice-Beispiel sogar HTTP verarbeiten müssen, also ein wesentlich höherwertiges Protokoll, dann müssten wir noch weiteren Code hinzusetzen, um HTTP überhaupt sinnvoll auswerten zu können und da die Antworten zu erstellen. Und deswegen schalten wir jetzt einen Application Container zwischen, eine Zwischenschicht aus Standardsoftware, man nennt das Middleware, und Sie werden später in der Vorlesung noch mehr über Middleware insgesamt hören. Da werden wir uns auch noch weitere Beispiele anschauen und Ihnen werden auch in den Spezialvorlesungen, die jetzt hier noch kommen, weitere Middlewares begegnen, da werden Sie immer wieder drauf stoßen. Dieser Application Container ist dann eine spezielle Middleware für Portverwaltung und Anfrageweiterleitung. Da das bekannteste Beispiel eben Apache Tomcat, aber es gibt weitere quelloffene Software dafür, Red Hat Wildfly, das hieß früher mal JBoss Application Server oder kurz JBoss AS oder auch Oracle Glassfish. Und in Java können Sie jetzt ein Servlet erstellen, das sich in diese Middleware hineinklingt. Und das tun Sie über die Klassen aus dem Bereich java.servlet und das finden Sie als Teil von Java Enterprise Edition. Gehen wir nochmal ein bisschen genauer in den Tomcat hinein und in die Nutzung. Typischerweise werden Sie in der Entwicklung sich ein komplettes Szenario hinstellen, von dem Sie jetzt sicher über Teile schon verfügen, weil Sie ja mit der Vorlesung schon gestartet sind. Java, aktuell empfohlen die Java 11, weil das die Long-Term Stable Version ist, also diejenige, die jetzt über einige Jahre auch von Oracle supported werden soll, anders als Java 12, 13 und auch anders als Java 9 und 10, für die der Support bereits eingestellt ist. Die Installation einer IDE, das ist klar, bei Eclipse hatte ich Ihnen schon mit auf den Weg gegeben, dass Sie die Eclipse IDE for Java Enterprise Edition Developers nutzen sollten, die Sie hier runterladen können. Und einen Application Container, aktuell empfehle ich Tomcat 9, weil das die stabile Version ist, die Sie hier einfach runterladen können. Tomcat benötigt überhaupt keine Installation, genauso wie Eclipse. Die können Sie einfach aus dem jeweiligen entpackten Verzeichnis starten. Und typischerweise wählen Sie ein Verzeichnis ohne Leerzeichen und Umlaute, soweit das möglich oder sinnvoll ist. Der Tomcat verzeiht es auch, wenn Sie ihn irgendwo in Program Files, was Ihnen im Explorer ja als Programme angezeigt wird, installieren. Das spielt keine Rolle. In Eclipse selber richten Sie den Tomcat dann ein über die View Servers. Die müssen Sie im Zweifel über Window Show View Servers erstmal freischalten und dort können Sie dann einen New Server anlegen und wenn Sie dort Apache Tomcat auswählen, dann fragt er Sie nach dem Verzeichnis, wo Sie Ihr Tomcat hingelegt haben und Sie können es direkt einbinden. Wie tickt Tomcat innen drin? Und das wollen wir uns zumindest im Grundsatz mal anschauen. Sie haben den Tomcat Server an sich. Der bietet nochmal die Möglichkeit, das Ganze, was er verwaltet, in Services zu untergliedern. Meistens nutzen Sie hier einen Service und in dem steckt dann die eigentliche Engine Catalina drin. In Catalina spricht man von sogenannten Realms, also von sozusagen Welten oder Reichen,
die Catalina verwaltet, und da drin stecken dann mehrere Hosts potenziell in einem Realm. Meistens nutzen sie nur einen, und innerhalb des Hosts können sie mehrere Kontexte definieren, die der dann trennt, und in einem Kontext leben dann ein oder mehrere von diesen Servlets. Sie können dort auch Java Server Pages, kurz JSP, verwenden, falls Sie das schon mal gesehen haben. Dafür hilft Ihnen eben diese Engine Jasper, die die parst und dann den Java-Code im Hintergrund aufruft. Und vorgeschaltet ist dieses Connector-Framework Coyote, wo die Anfragen reinkommen, und Sie haben da Anfragen auf mehreren Ebenen. Sie haben einmal das AJP-Interface, das verbindet Sie direkt mit der Engine Catalina, und darüber können Sie konfigurative Dinge steuern. Dann können Sie im Host eine Terminierung für TLS, also den Nachfolger von SSL, also für sichere verschlüsselte Kommunikation, haben. Und in Ihrem eigentlichen Kontext, da kommen dann diese HTTP-Requests an, die an das Servlet weitergeleitet werden können. Und das Ganze konfigurieren Sie in einer Datei server.xml. Die gibt es sozusagen einmal für den Tomcat-Server, den Sie hochfahren. Und es gibt dann für die einzelnen Services, die da drin leben, gibt es jeweils nochmal eine Web-XML, wo Sie dann Ihren genauen Kontext auch für Ihre Servlets spezifizieren. Und Sie haben als weiteren Adapter noch Neo darüber, das werden wir aber hier nicht brauchen, kann sich Tomcat auch mit anderer Software integrieren, also beispielsweise wenn Sie noch einen Load Balancer vorgeschaltet haben, einen Lastverteiler auf mehrere Tomcat-Instanzen, und betreiben den natürlich nicht auf Tomcat-Basis, weil der ja nur Anfragen überhaupt verteilen und gar nicht verarbeiten soll, und betreiben den zum Beispiel auf Basis von Nginx, also selbst wenn Sie dort nicht den Apache-Webserver als Lastverteiler einsetzen, sondern ein Apache-fremdes Produkt, können Sie das integrieren, aber das braucht uns hier nicht weiter zu beschäftigen. Auf Tomcat-Seite werden Sie dann öfter mal von Valves lesen. Diese Valves, die nehmen dann die Anfragen auf und können das, wie Sie hier sehen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen tun, also sowohl auf der Ebene der Engine, als auch auf der Ebene des Hosts, als auch auf der Ebene des Kontexts. Die Engine Catalina bietet Ihnen die Möglichkeit, Java-Servlets laufen zu lassen, gemäß Standardspezifikationen, und dafür können Sie diese Kontexte konfigurieren über eine context.xml-Datei, und die Kontext-XML, die muss dann in dem Meta-Inf-Verzeichnis drinstecken, und das wiederum steckt unterhalb von $CatalinaHome. CatalinaHome ist eine Variable, die normalerweise dann gesetzt ist und die angibt, wo liegt mein Tomcat-Installationsverzeichnis. Sie wollen über diese Engine nachher diese Servlets abrufen können, und das URL-Pattern, auf das Catalina jeweils eine bestimmte Request weiterleitet, das wollen Sie völlig frei konfigurieren können, und das können Sie in Catalina auch, und daneben angeben, wenn eine Unter-URL so und so anfängt, dann leitet das Ganze an diese oder jene Java-Implementierung weiter, und wenn sie anders anfängt, oder Sie können es auch in der Mitte verzweigen, dann nimmt die nächste Java-Implementierung und so weiter, das können Sie alles konfigurieren. Die Konfiguration der eigentlichen Servlets passiert dann über die Datei WebXML, das ist Ihr sogenannter Web Application Deployment Descriptor. Merken Sie sich einfach WebXML, das genügt. Und die ist aufgebaut nach einer DTD aus der Servlet-Spezifikation. Die Servlets sind also in Java auch spezifiziert worden. Ich hatte ja eben schon bei den JAX-RS gesagt, dass es in Java so einen Spezifikationsprozess gibt, wo dann entsprechende Specification Requests resultieren. Das können Sie also genau nachlesen, wie das aufgebaut sein muss. Da gibt es auch regelmäßig unterschiedliche und neuere Versionen, wobei die Versionsunterschiede uns jetzt hier nicht kümmern. Die wesentlichen Elemente, die Sie dort drin vorfinden in einer WebXML, sind Filters, die eben etwas steuern können, und dann Servlets, die das eigentliche Servlet angeben, und Servlet-Mappings, die festlegen, von wo aus dieses Servlet erreichbar ist. Der Inhalt einer solchen Web-Application, wenn Sie in Eclipse eine erzeugen, ist letztlich dann eine WAR-Datei. WAR steht für Web Archive. Sie kennen aus Programmieren 2 möglicherweise JAR-Dateien, die Sie irgendwo eingebunden haben. Das sind Java-Archive, und im Grunde ist ein WAR ist ein JAR mit zusätzlicher Meta-Information. Also kein Riesenunterschied. Es steckt nämlich genau dieser
Web Application Deployment Descriptor, diese WebXML, die steckt mit drin in einem Unterverzeichnis WebInf, und unter WebInf Classes stecken ihre eigentlichen Klassen, die die Arbeit leisten. Unter WebInf Lib können sie diese JAR-Bibliotheken, die sie vielleicht bei sich während der Entwicklung eingebunden haben, mit ausspielen. Im Hauptverzeichnis werden sie normalerweise dann irgendwelche Einstiegsseiten finden. Es soll ja ein Webarchiv sein, das heißt irgendeine HTML-Datei, über die man normalerweise dort einsteigen kann, finden sie in einer solchen Web-Application. Wenn Sie jetzt einen vollautomatisierten Web-Service denken, dann bräuchten Sie natürlich gar keine HTML-Datei mehr. Dann wäre das Ganze sozusagen GUI-less und Sie transportieren einfach über HTTP Ihre jeweiligen Inhalte. Sie können dann in Eclipse ein neues Dynamic Web Project anlegen. Wenn Sie Eclipse IE installiert haben, sind diese Assistenten automatisch vorhanden. Ansonsten müssten Sie zusätzlich diese Dynamic Web Facet installieren und dann könnten Sie damit auch mit einem normalen Eclipse das Ganze entsprechend aufrüsten. Aber das Einfachere ist, Sie nehmen gleich das Eclipse Enterprise Edition. Und da erzeugt es Ihnen dann gleich einen ganzen Baum passender Verzeichnisse. Das sehen Sie jetzt hier mal dargestellt für so ein Hello World Servlet, so wie wir gleich auch eins programmieren werden. Und dieses Hello World Servlet beinhaltet dann einmal diesen Deployment Descriptor, also da sehen Sie, da gibt es sogar eine grafische Entsprechung dafür, und dann Ihre eigentlichen Java-Ressourcen, da liegen Ihre Java-Klassen und unten eben dieses Unterverzeichnis Web-Content, wo dann genau diese Meta-Inf und diese Web-Inf-Unterverzeichnisse liegen und in Lib gegebenenfalls noch Ihre Libraries. Wenn Sie jetzt ein neues Servlet erzeugen, dann erfragt Eclipse schon gleich auch passende Werte und trägt die passend ein, auch in die WebXML, sodass Sie an dieser Stelle, wenn Sie die mitgeneriert haben, keine große Arbeit selber haben. Dafür gibt es Assistenten. Immerhin baut man solche Web-Services, wie Sie ja gesehen haben, schon seit mehr als 15 Jahren. Also die Technik dafür, die ist reif. Beim Bauen deployt Eclipse automatisch, und zwar dann, wenn Sie über Servers einen zum Beispiel Apache Tomcat Server eingebunden haben, dann wird er beim Bauen automatisch, wenn Sie dort Run on Server wählen, wird Eclipse das automatisch deployen und er wird auch automatisch einen bereits deployten Inhalt durchstarten, damit Sie an die neuere Version rankommen. Normalerweise also versuchen, ein ähnliches Hot Code Replace zu machen, wie er das bei normalen Java-Programmen macht, und das Ganze im Laufen zu ersetzen, sodass Sie nicht das Ganze neu starten müssen. Das funktioniert bei solchen Projekten aber weniger als jetzt bei den normalen Projekten, die Sie am Anfang im Programmieren angehen. Also man muss damit rechnen, wenn man irgendwelche Artefakte beobachtet beim Ausführen, dass man doch nochmal einmal den Tomcat stoppen und wieder starten sollte, um sicher zu sein, dass man wirklich auf dem Stand arbeitet, den man zuletzt ausgegeben hatte. Das wirklich als Wort der Warnung. Sonst suchen Sie Fehlern hinterher, die eigentlich gar nicht vorhanden sind zum Teil. Wie deployen Sie selber? Jetzt habe ich Ihnen gesagt, Eclipse deployt das unter der Haube. Aber man sollte ja auch wissen, was der da eigentlich unter der Haube macht. Und er geht her und packt dieses Servlet mit einem passenden Build-Target, das er bei diesem Dynamic Web Project normalerweise hat, einfach in eine .war-Datei, muss den Tomcat notfalls stoppen, kopiert die Dateien in dieses Unterverzeichnis Catalina Base und dort in Web Apps, also genau dieses war-Archiv. Oder wenn es ein statisches Projekt ist, kann er auch gleich Dateien dorthin ausspielen. Aber Sie entwickeln ja normalerweise Dynamic Web Projects, deswegen dieses war. Und wenn man dann Tomcat neu startet, dann entpackt Tomcat dieses .war in die jeweiligen Unterverzeichnisse, die dort drin stecken. Denn Sie wissen ja, ein JAR ist nichts anderes als ein ZIP-Archiv mit ein bisschen zusätzlicher Information. Also stecken dort Verzeichnispfade drin und die nutzt er dann zum Auspacken. Und danach kann Tomcat auf dieses ausgepackte Verzeichnis zugreifen und daraus dann die Web-Projektdateien ziehen. Wenn Sie manuell redeployen, dann sollten Sie der Sauberkeit halber, sollten Sie dann sowohl das alte war als auch das ausgepackte Unterverzeichnis entfernen, damit Sie sicher sind, dass das Ganze hier neu ist. Also im Grunde ist deployen, um das mal etwas zu demystifizieren, nichts mehr als Sie kopieren das Ganze an die passende Stelle, starten den Server durch und dann sollte alles passen. Dann wissen Sie also jetzt auch, wie Sie notfalls händisch deployen, oder gerade in Produktionsumgebungen werden Sie ja nicht aus der Entwicklungsumgebung deployen. Und das heißt, dafür ist es eben genau wichtig zu wissen, wie man ein solches Deployment-Skript bauen kann. Und die Grundzutaten mit Kopieren und Server durchstarten, die sehen Sie jetzt hier. Dann werden wir jetzt im Folgenden das erste Servlet-Beispiel implementieren.
Dazu wechseln wir die Entwicklungsumgebung nach Eclipse.